Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Fallout 4. Yo, der hat noch 89, das ist super. Gehen wir da mal rein. In den Poweranzug. Ja, ich habe ein bisschen Radio gehört zwischendurch, das wollte ich ja mal machen. Und da sagte der Radiokommentator gerade, dass jemand wohl... Ich muss jetzt allein sein. Okay. Sagte der... Jemand hat wohl eine Person aus dem Vault gesehen. Ja, wer könnte das wohl sein? Fliegende Melonen? Ne. Oh, hier ist ja auch was kaputt. Nicht so toll. Ja, ich wollte ja nicht. Hier, so. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo wir hingehen. Ich glaube, wir gehen noch was dahin. Jetzt sind wir auf jeden Fall stärker und ich will jetzt da... weiterkommt, denn der gab so viel XP, ich glaube 25 oder so. Dann können wir auch wieder hochskillen. Wenn es dann mal geladen hat, natürlich. So, hier sind wir auf der Brücke. Der Vernunft, ne. Ich glaube, in diese Richtung müssen wir. So, wir sind versteckt. Ich habe praktisch keine Munition mehr, wenn ich ehrlich bin. Die habe ich noch. Nehmen wir mal die mit. Wir brauchen dringend wieder Munition. Ich habe ein bisschen viel versenkt, glaube ich. Oh. Also, was ist denn da los? Die haben sich gerade gegenseitig bekriegt. Mal schauen, wer das ist. Radio. Sieht aus wie Radio. Was zum Teufel? Das wird sicher lustig. Ganz ruhig. Alter, wieso treffe ich denn dich? Alter, beweg dich doch nicht immer. Hä? Alter. Komm her! Was das? So. Ist aber interessant. Erstmal ein Raider. Oh, da habe ich wieder was Unglaubliches gefunden anscheinend. Man ist ein paar Sekunden weg. Und schon passiert wieder etwas. Hier war auch ein Raider, okay. Siedler. Ach, scheiße, die haben schon wieder Siedler gekillt. Die Säcke. Und jetzt ist unser Inventar gleich wieder voll. Das waren alle Siedler. Also irgendwie habe ich Lust, mal da nach drüben zu gehen. Ganz ehrlich. Gehen wir doch mal hier. Die Rüstung ist bald im Arsch. Die Musik irgendwie auch. Nee. Der Chor ist noch gut. Soweit. Aber die Rüstung müssen wir da unbedingt zu Hause verbessern. Also in der nächsten Pause hätte ich auch jetzt schon machen können eigentlich. Was ist denn das hier? Da war mal ein Schild von Nuka-Cola. Poseidon Energy Turbine 18F. Die ist hier, hä? Was haben wir da? Ah, das ist das Bootshaus, genau. Ja, wollen wir da nicht mal reinschauen? Oder sind die heavy für uns? Ich weiß ja nicht. Oh, was ist das? Alter, was kommt denn da raus? Da kommt noch was angeflogen, Alter. Kommt noch mehrere Sachen angeflogen. Oh shit. Alter! Schnell mal speichern. Gut, da habe ich zum Glück gerade noch gespeichert. Weil ich es nicht wusste. Wie lange wir da noch überleben.
Der Wachbot ist einer der gefährlichsten Roboter, die ihr hergestellt. Schnell. So. Gekocht habe ich natürlich nichts, aber ich habe Steampacks mitgenommen von zu Hause. Da habe ich mal noch gesammelt gehabt. Alter. Die Viecher. Oh, da habe ich wieder was Tolles gefunden. Jetzt muss ich ja schon mal schauen. Alter, was ich hier schon wieder alles zusammen habe. Verbesserte Raider-Rüstung. Um 10% reduzierte Aktionspunkte kosten im VATS. Aha. Ah, kann man nicht in der Power-Rüstung tragen? Okay, kann ich verstehen. Okay, wir haben hier schon wieder einiges gesammelt, Alter. Gut, immerhin hier haben wir das größere Inventar. Okay, da waren also leuchtende Radar-Kakerlake. Oder RAD, sorry. Alter! Danke, Pressen. Also, Cotsworth war hier die größere Hilfe, ehrlich gesagt. Denn der war effizienter. Wo steht denn mein Leben? Ich kann das wieder mal nicht einordnen, ehrlich gesagt. Oh, hier. Gummibonbons. Das kann nicht losgehen, während wir drin sind, oder? Was kann nicht losgehen? Die Turbine. Warnt er uns etwa? Ich habe ja immerhin noch gespeichert. Komm, wir gehen da durch. Da krieg ich nicht mal richtig Schaden. Alter, du bist Vieh! Das gibt's doch nicht. Preston kann da natürlich ohne Probleme durchlaufen, ist ja klar. Oh, du hast eine Ausgabe von Schlosszuhaltung heute gegründet. Schloss knacken ist einfacher. Cool. Solche Sachen übersehe ich eben teilweise. Oh, hier, geil. Sieh dir das alles nur an. Ja, was soll ich mir ansehen? Ich kann hier nichts machen. Hier kann ich nichts machen, Preston. Also... Schon ein spezielles Gebäude, ist irgendwie Pumpstation-artig. Wow, Alter! Alter, wie soll ich denn das wieder schaffen? Kommen die da? Dann schieß drauf! Da ist er, hinterm Glas! Es zeigt mir aber keinen... Shit! Weil ich muss die Molotov-Cocktails ausrüsten hier. Oder sonst Splittergranaten hier. Ja, haben natürlich nichts gebracht. Scheiße. So, da hast du dich erwischt. Ne. Oh ne, jetzt kommt er noch da.
Alter, was ist das für eine Krake? Der steht mitten im Wasser. Das Coole ist, er kann uns auf die Reichweite nicht treffen. Irgendwie. Oh shit. Ja, er kann uns nicht treffen, ja. Wir schaffen das. Schnell mal. Habe ich noch eine andere Waffe? Ich werde sie finden. Ja, Preston, greif mal an. Ruhig. Ich hoffe, der andere heilt sich nicht auf. Das wäre ja scheiße. Der hatten wir schon zur Hälfte unten. Granate lohnt sich hier nicht, denn ich treffe den eh nicht. Yeah, er ist schon zur Hälfte. Shit. Oh shit. Ich sollte, glaube ich, was essen. Dringend. So. Mal schnell 5 hitten. Ich dachte mir kurz, war das eine gute Idee, hierher zu kommen? Ich glaube schon. Siehst du was? Wir haben die nämlich gleich. Und da gibt es vielleicht da was Tolles. Vor allem, weil das Spiel ein bisschen verpackt ist, oder? Ja, ich sehe was, du nicht. Warte, da draußen ist was. Ja, da ist was, siehst du es nicht? Ich schieß schon die ganze Zeit drauf. Warte mal. Der kann nicht mehr viel haben. Komm. Ah, ja, hallo, kann doch nichts. Sind keine Schüsse mehr gleich. Der muss ja gleich weg sein, oder? Meyerlux, zieh auf ihr Gesicht. Ja, der ist gleich. Jetzt. Level up, schön. Da kommt gleich der nächste rein, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Seine Waffe ist, glaube ich, schon langsam durch. Scheint, als wäre alles sauber. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Ja, wiederholst du dich eigentlich alle paar Sekunden? Jetzt mach mal was. Die Luft ist wieder rein. Warte, da draußen ist was. Was, die KI von beiden Seiten, Alter? Eine Katastrophe hier drin. Wohl etwas. Warte mal. Auf geht's. Das war wohl doch nichts. Vor allem, dass der nach unten spucken kann, ist mir wieder mal ja ein Dorn im Auge. Kann doch nicht sein, dass der nach unten spucken kann. Ich bin gleich wieder tot. Schießt da immerhin drauf pressen. Immerhin. Kein Grund zur Sorge. Hier kann ich ihn gut richten. Bis die mal tot sind, ich hoffe, das waren dann alle hier. Das waren ein paar nette Fälle. Ja, schön. So, ich hoffe, die haben sich gelohnt. Wehe nicht. So, ich speichere mal schnell hier der Scheiße. So. Was hat der? Weichschalen, Mirelux und Fleisch. Das war alles. Und 5 Kronkorken. Splittergranaten haben alles zerstört. Wow, das hat sich aber mega gelohnt. So. Das war aber noch nicht das ganze Gebäude.
Und hier oben hat man natürlich eine super Aussicht. Okay, das war alles. Gut. Na dann. Wir kriegen ja keinen Sturzschaden, glaube ich. Genau. Gibt nur ein Erdbeben, aber sonst nichts. Das merkt ja... Scheiße. Das merkt ja auch niemand. Ist der freundlich. Das ist eine Powerrüstung. Ich glaube nicht, dass der freundlich ist. Sind wir denn... Wir sind nicht so gut dran. Nehme ich noch ein Steampack. Es hat gespeichert. Nimmt er uns als Feind wahr? Wahrscheinlich, wenn wir ihm eins klauen hier. Wo ist das Terminal? Das Terminal brauche ich. Oh oh. Supermutanten da hinten. Aha. Er bewacht also hier nur, wenn wir ihm was klauen, dann greift er uns an. Aber hier nicht, oder? Ach, blöd, jetzt habe ich hier... Transfer und wir nehmen das natürlich alles mit hier. So. Denn wir haben ja schon eine Powerrüstung. Hier hinten ist auch wieder was. Ich würde gerne so ein Fahrzeug mitnehmen. Sieht nämlich sehr cool aus. Kommt drauf an, wie viele Supermutanten das sind. Das sind sicher wieder aber Dutzende hier. Ja, die greifen wir jetzt nicht an. Wir können auch mal was anderes machen heute. Nicht nur immer alles angreifen hier. Auch mal erkunden. Oh ja, wir sind ja Level Up. Blöd. So. So, wir nehmen natürlich Intelligenz hier mal wieder. Auswahl bestätigen. Enter. So, schön. Wir erhalten wieder mal mehr Erfahrung. Das ist toll. So, hier ist ja auch schon wieder ein Gebäude, so wie es aussieht. Also, man kann hier überall hingehen, überall Gebäude. Industries. Irish Pride Werft. Und jetzt. Scheiße, hier ist. Jetzt habe ich schon mal nur schon fürs Entdecken mehr XP bekommen. Das heißt, wir steigen wieder schneller auf. Das macht schon Sinn, auf Intelligenz zu gehen. Ah, das ist erpressen. Benutzt der Ölkanister. Wir haben sicher Öl jetzt, oder? Hier wäre Dingsständer. Für was nimmst du das mit? Oh. Ja, damit wir es alles zu Hause abladen können. Bei unserer Werkstatt. Wo ist jetzt die? Weg. Ah, hier. Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Ja, sicher. Hier ist ein Schiff. Hm, wie komme ich aufs Schiff? Hier. Oh shit. Da ist doch was, aber komme ich überhaupt da drauf? Da bleiben wir besser weg vom. So, wie viel Platz haben wir denn noch? Ja, wir haben noch. Vorsicht. Alter, die sind One-Hitter bei mir. Also mit der Waffe. Die, man kann mit der gut anvisieren. Ich
will aber noch ein besseres Visier drauf machen dann. So. Lauf doch nicht in die Wand rein. Alter, wieder zu blöd hier. Unglaublich wieder. Ich muss selbst lachen. So. Steigt die Radioaktivität wieder. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal hier zum Eingang. Mal schauen, was du hier uns in der Irish, weiß ich was Industries erwartet. Hier wird es reingehen, Irish Bright Werft. Aha, die Werft. Hat sicher noch einen Hintereingang oder einen Vordereingang. Das Schloss kriege ich nicht auf. Ah, schade. Das wäre sicher voll der bessere Eingang. So, da ist nichts. Gut, wir laufen wieder zurück mit unserer lahmen Power-Rüstung. Es war schon schön, wir waren sehr schnell vorhin. Aber man hat hier halt doch die viel bessere Sicherheit. Wir müssen einfach immer wieder Fusionskerne finden, sonst kann man das vergessen, oder? Habe ja letztens da einfach so mal schnell einen gefunden. Und wir gehen rein. Mal schauen, wie es hier drin ist. Die Werft. Einfach mal einsammeln hier. Komm, so. Alter, was hier wieder alles rumliegt. Jetzt werden wir sicher gleich angegriffen, weil der Spieler hier so abgelenkt wird. Denn da ist was im Busch. Beckenknochen. Wie wenn es hier gleich mit C4 die Wand durchsprengt. Okay, da ist ja nichts. Aber was versteckt sich dahinter? Stelle für einen Hinterhalt. Er sagt es auch noch. Ich glaube, damit wir den dabei haben, gibt er uns auch Tipps. Ich sag's nicht gerne, aber es ist zu ruhig. Ja, ich höre es selbst. Dann mach dich mal bereit. Bricht er gleich hier durch die Wand? Alter, das wäre ja geil. Wette. Und das Blöde ist, der macht mir noch mehr Angst, Preston. So, ich bin gespannt. Oh oh. Natürlich muss ich vorgehen, ist ja klar. Also das schiebt er mich doch gar noch weg. So, ich habe gelernt, immer schön speichern. Also da krabbelt was Grauenhaftes, was ist denn das hier? Noch ein vierblätteriges Kleber da auch noch. Okay. Also, aber hier sind voll die Vorräte. Oh shit. Oh shit. Warte mal. Nein!
Der hat nicht mal was. Überhin hier. Kaliber war da drin. Okay. Wieso kann man das alles mitnehmen? Die Knochen hier. Warum? Psycho. Bowling. War das eine Bowlingbahn hier? Du nee, es war. Vielleicht etwas von dem Zeug loswerden. Bin ja nicht überladen, oder? Ja, bei dir werde ich das los. Unsere Stimmen werden hier drin gut zu hören sein. Wir sollten also vorsichtig sein. Ich frage mich immer noch, was das ist hier. Alle Türen sind zu. Und überall Psst, Sachen rum. Ich bin ganz Ohr. So, du kannst mal... Oh, der hat ja auch noch Kram, genau. Diverses. Mein Schrott. Ja, da drücke ich mal bitte. Da hittet mal die Maus voll. Den Schrott kann... Jetzt kann er nichts mehr tragen, okay. Die Toilette. Pimpel. Wir könnten hier etwas Licht gebrauchen. Rory liebt seine kleinen Murky. So, es geht raus. Oh, schnell speichern. So. Das ist ein Schiff. Ist das oben oder unten? Oh, scheiße. Warte, da draußen ist was. Nein, Alter. Wir haben Gesellschaft. Gut, immerhin einen hat er umgelegt. Der hat er auch umgelegt. Wir kriegen das hin. Nein. So, sorry, habt ihr ins Bein geschossen. Mirulek. Mirelurk Schlüpfling. Da hat ein Eier gelegt. Ein Miru. Ja, ich hab schon wieder vergessen, sorry. Oh, Munition, schön. Rüstungswerkbank. Es ist hier eigenartig ruhig. Ja, du sagst es. Ist irgendwie speziell hier. Und ich kann auch schon bald mal wieder nichts tragen. Geht nicht mehr so lange. Ja, wir gehen mal nach oben, da ist immer eine gute Position. Oh oh. Shit, nichts ausgerüstet natürlich. Der Ass ist der. Mirulek ist das. Molotov Cocktail haben wir keine. Wir haben nur noch ein Molotov Cocktail. Okay. Der muss sitzen. Ja, hat sehr viel Biber. Hast du das gesehen? Oh shit. Da sind sie ja. Ja, ich muss erstmal abhauen. So. So, der spuckt auch hier hoch, das kenne ich ja. Wo ist jetzt meine Waffe hin? Meine Waffe ist weg. Alter. Alter, meine Waffe ist weg. Das kann es nicht sein. Ich sehe nichts mehr. Alter, Spiel. Ein Kreuzschlüssel als Waffe zu machen, also ganz ehrlich. Gehen wir mal die 11 Schüsse noch drauf. Alter. Nein! Ah! Gut, ist gar nicht schlecht. Ich weiß nicht mehr, wo ich gespeichert habe, aber Alter, wenn die Waffe einfach so mal weg ist. Hier oben, okay. Ja, das ist ja genau der richtige Punkt.
Der Cocktail habe ich ausgeweckt gehabt. Warte mal. So, letztes Mal bin ich hier ins Loch gefahren. Das machen wir diesmal nicht. Walla, du Sack. So, nachgeladen. Schieß mal schön drauf. Das Gebäude ist hier auch wieder mal so gemein gemacht. Man kann nicht vorbeilaufen, einfach so. Der Gegner ist mutiert, Alter. Scheiße. Also der ist noch über. Gut, wir sind auch mutiert eigentlich, oder? Alter, nee. Mal speichern. Alter, wieso man den Degen kriegen, so wie... Der ist gar nicht möglich, wahrscheinlich mit meiner Ausrüstung. Mal schnell. Wir versuchen es natürlich trotzdem. Es ist ja schön, dass ich sowas sehen darf. Coca-Cola Quantum, das nützt immer. Ein Red Bull ist das. Aber der wirft dann wahrscheinlich auch was ab, hoffentlich. Nicht so wie die Jungen von ihm. Nein! Alter, die Schlake! Alter, die Stärke, die der hat! So, das war da hinten. Schnell weg hier. So, jetzt habe ich da Nuka-Cola. Schau mal schnell hier. Habe ich denn die Superpistole dabei? Die da. 18 Schüsse. Alter, die ist einfach geil. Aber schon wieder leer. Wow, Alter. Ja, wir könnten schon wieder was essen. Keine Munition mehr, super. Nur für die Scheiß-Schrot, aber die ist scheiße. Preston, wo bist du? Brauche dich als Ablenkung. Lädt er nach. Bringt's das überhaupt? Ah, wir haben kein... Wir haben gar nichts. Wir können ihn gar nicht anvisieren. Er ist schon zur Hälfte down. Okay. Ja, voll im Boden rein, wieder mal. Schnell hier um die Ecke, F5 und was fressen. Stickpack, natürlich, kein Whisky. Natürlich die Fusionszelle verbraucht sich auch extrem schnell. Und Preston kommt erst wieder, wenn der Kampf vorbei ist, oder wie? Der wurde ja... Also der... Ah, der liegt da.
Ich könnte noch eins von den Dingern vertragen, falls du noch welche hast. Verdammt, wo sind sie? Er stirbt doch gleich wieder, Alter. Hab gar nicht Ja, dann geh weg. Kannst dich ja wieder selbst heilen, oder? Ja gut, das war ein guter Schuss, nicht mal schlecht. So, wir speichern mal wieder. Wie sieht's aus? Ja, ich kann wieder was essen. Alter, Steampacks werden immer knapper. Die Gegend ist einfach so schwer hier. So, jetzt ist er durch Pressen abgelenkt. Das ist nicht mal schlecht. Er ist schon wieder geflüchtet. Das bringt auch was, aber ich glaube, meine Schüsse bringen ein bisschen mehr. Na gut, die nicht. Ganz genau kann ich da nicht. Also, was soll ich denn all diese Steampacks hernehmen? Danach müssen wir mal wieder in leichtere Gegenden gehen, was nicht so schwere Bosskämpfe gibt. Oh shit. Nein! Alter. Scheiß Vieh. Aber der gibt sicher voll XP. So, ich habe, weiß ich mal, gespeichert. Wie sieht's aus? God. Ja, wir könnten was vertragen. Nuka-Cola. So. Ich werde sie finden. Ah, das war hier, genau. Da habe ich gespeichert zuletzt. Da ist er ja wieder abgehauen. So. Danach ist Preston schon wieder gestorben, leider. Alter, der war gut. Von oben drauf, der war super. Preston stirbt gleich, weiß es. Das hat wahrscheinlich kein Ding, oder? Nee, ich hab gar nichts. Wow! Du Sack. So, komm, ich will ihn killen. Wir haben es gleich. Der lädt sich ja nicht noch was auf, oder? Komm, ein Schuss! Yeah! 42, ja, hallo. Boah, er ist tot. Fällt auch noch hier runter. Ja, das war ein spannender Kampf. Wir sind schon bei 38 Minuten. Wir gehen jetzt aber hier noch durch. Ja, ein paar Patronen gibt's, nicht schlecht. Verdammt, bei dem ganzen Staub hier drin bekommt man ja kaum noch Luft. Findest du? Okay, der war jetzt sehr anspruchsvoll. Wir gehen auch mal schnell da unten. Ich hoffe, da... Alter, nee, ich glaub's nicht. Das ist jetzt die männliche Version, oder wie? Ah, nee, die geht noch. Der macht voll Schaden. Ah ne, ich hab ja nichts. Schnell weg. Boah, der schlägt mich gleich. Nein! So. Da ist noch einer.
Gesicht. Ja, schön so. Boah, der war super. Alter, was ist hier los? Das Problem löst das Metallrüstung Harnisch. Ja, die ist geil. Das hat sich gelohnt. So, wir gehen jetzt aber hier weg. Alter, jetzt kommt noch so eine junge Brut. So. Alter. Ich krieg langsam die Krise hier drin. Wir gehen natürlich noch aufs Schiff. Das aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. War eine lange Folge. Mit wieder was Neuem gesehen. Dem Hangar hier. Nicht Dockstation oder so. Ja, bis zur nächsten Folge. Und im Bosskampf. Tschüss.